Auf einem Baum ein Kuckuck, Simsalabim, Bamba, Saladu, Saladim. Hey! Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Nari! Oh, keiner da, außer der Kameramann. Stimmt, es müsstet ja auch alle daheim bleiben. Also, nochmal, für Sie daheim. Narinaro! Nach Hause. Narinaro an die Bildschirme. Narinaro nach Radolfzell und in die Fasnachtswelt. Dieses Jahr ist alles anders. Wir haben einen leeren Saal, keine Zuschauer da. Figuren sind auch nur da, aber wir können euch dschungeln, ohne singen, ohne klatschen. Die Garde hat sich aber was einfallen lassen, was ganz Besonderes. Der Narrenspiegel daheim 2021. 2022 wieder im Milchwerk, da sehen wir sie alle. Viele Persönlichkeiten der Stadt, die Stadtgeschichte und alles, was passiert ist, haben wir für sie aus den letzten 30, 40, 50 Jahren zusammengeschnitten und auf die Bühne bzw. auf ihren Fernseher daheim gebracht. Die Narrenmusik und der Fanfarezug sind ebenfalls dabei und werden das Ganze musikalisch begleiten. Eine Bitte habe ich noch an Sie daheim. Nehmen Sie Fotos auf, wie Sie den Narrenspiegel angucken, schicken Sie es hoch bei Facebook oder Instagram oder einfach schicken Sie es über die E-Mail, die unter einblendet wird, an die Narrengarde und wir freuen uns, wenn wir Bilder von Ihnen erhalten. Jetzt bin ich schon quasi fertig. Einer fehlt noch, wo eigentlich hier stehen müsste und schwätze. Der Martin, aber der Martin ist nicht da. Der ist unter Artenschutz im Moment, von daher schade. Er hätte nochmal die Begrüßung machen können, dürfen, sollen, aber jetzt mache ich es für Sie. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Narrenspiegel daheim 2021. Genieße ihn, machen Sie Bilder, freuen Sie sich einfach mit uns. Wir haben uns davor schon gefreut, dass wir was machen dürfen für Sie daheim. Lassen wir es krachen unter dem Motto: allen zur Freude, keinem zu Leid. Nari! Geht jetzt der Ton an? Seid auch blöde Virus mit Namen Corona, der macht uns alle Welt nur Händel und hat die ganze Welt am Bändel. Und nur wegen dem, das ist doch ein Graus, fällt unsere Fasnet dieses Jahr aus. Aber da brauchen wir Narren nicht verdrießen. Wir lernen uns die Fasnet nicht vermiesen. Wie tief drin in einem Schmelztiegel wird dieses Jahr unser Narrenspiegel, unseren altbekannten Stolze, quasi gänzlich zusammengeschmolzen. Doch sind wir Narren tolerant. Wir halten Abstand voneinander, verdecken die Nase und auch die Schnorre, sind noch mit allem fertig geworden. Ich habe, und das verrate ich gleich, mein Nase-Mundschutz auch dabei. Ich trage ihn jetzt gerade nicht im Gesicht, weil bei dem Abstand braucht man nicht. Komme ich später näher an euch ran, dann ziehe ich den natürlich wieder an, weil ich, und da verrate ich ja jetzt viel, euch und mich gern schützen will. Ich sage mal so, ganz ohne Faxe, gegen die Fasnet ist ja kein Kraut gewachsen. Mit Narretei kann man an alle Ecke gleich mit Fröhlichkeit anstecken. Kommt die Fasnet, das ist sonnenklar, herrscht höchste Ansteckungsgefahr. Das kann man all Jahr wieder spüren und braucht sich wieder mal berühren. Aber weil man Berührungen vermeidet zu anderen Leid, was manche verleidet, kommt wohl im Spätjahr, so wird's verzählt, weniger Narrensamen auf die Welt. Natürlich bringt die Gegenwart Ansteckungsgefahr ganz anderer Art. Drum sind wir jetzt und wohl auch künftig, trotz aller Narretei,
vernünftig, damit mir all das überstand, welt Regeln mir einhalten dann. Jetzt brauchen wir zu unserem Glück keine Hilfe mehr von der Politik. Jetzt sollen wir uns einmal selber schützen, uns gegenseitig unterstützen, damit wir, wenn auch manche brummen, gesund aus dem Chaos rauskommen. Zum Martini-Umzug mit Querdenker. Es kann ja wohl die Zeit zum Henker, es wird einfach immer minder. Jetzt benutzen sich auch unsere Kinder. Querdenker, und das verkünde ich jetzt, sind historisch positiv besetzt. Damit manchmal Lösungen und Kreativität. Aber bei denen Querdenker ist alles zu spät. Die sind ausschließlich, das muss ich betonen, einfach gegen alles. Und ihre Demonstrationen, da ist kein Funke Rechtsstaatlichkeit dabei, sondern einzig Wichtigtuerei. Mir lernt zwar als Narre in Narrewelt Querdenker Meinungen durchaus gelten, weil Narre sind doch auch nicht dumm und denken oft gern andersrum. Aber, das darf man ruhig auch hören, ohne Gefahr heraufzubeschwören für Leib und Leben von anderen Leib, so war es schon immer und so bleibt es auch heute. Auch Amerika ist jetzt wieder bereit für seriöse Umgänge, es war ja höchste Zeit. Denn seit 4 Jahren erfuhr man beinahe täglich ein Gewitterpräsident, das war schon glättlich. Um den war die USA nicht zu beneiden. Es ist wieder besser, jetzt regiert Joe Biden, es wird nicht mehr geistesgestört rumgehampelt, bye-bye Donald, ausgetrampelt. Ein Virus völlig anderer Art und speziell in Städtle widerfahrt, da versinkt Eppert in Umweltträumen, sehnt sich nach 10.000 Bäumen. Konkretisiert heißt dieser Traum, ein Bürger ist gleich einem Baum. Da kommt mir aber gleich in Sinn, dass wir ja 30.000 sind. Also bin ich mal durch Städtle geschwanzet, geschaut, wo könnte man die Bäume alle pflanzen. Und ich habe, ich sag's ganz unumwunden, eine große Anzahl Plätze gefunden. Die wären geeignet, doch jetzt passet auf. Da stand überall schon hässliche Betonklötze drauf, die, und ich habe schon öfter berichtet, nach wie vor unser Städtle verdichten. An anderer Stelle, wenn man genau hinschaut, wird leider Gottes nicht gebaut. Die Victoria, römische Göttin für Sieg, steht leider für einen Architektenkrieg. Der tönt, und da platzt mir beinahe die Kragen, Architekten von Stuttgart und Tübingen sagen, verhindere, weil sie das wichtig findet, dass dieser Schandfleck endlich verschwindet. Als Zeller muss man sich doch rätsch schämen. Sollen wir nachher das mal in die Hand nehmen? Das ist doch unsere Stadt, wir sind da daheim. Und in dem Nest stellen wir den Nachbar. Im Rathaus wird neuerdings im Hohen Rat nur wegen Grundstücken, in der Tat, als wäre es von Shakespeare inszeniert, über Sein und Nichtsein debattiert. Bist du für hier? Hast du kein Problem. Du bist beim Stadtrat angesehen, dann bist ein echter Rat auf Zeller. Aber jetzt kommt Wahrheit auf der Teller, wohnst du bloß hier, weil zugereist. Das nur hier sein halt nicht beweist, dass du ein echter Zeller bist, weil mancher Stadtrat anderer Meinung ist. Dann kannst du auf Breche und auf Biege, um in Zelle Grundstück zu kriegen, grad versuchen, warte mit, du kriegst aber wahrscheinlich nicht. Das ist für manche in der Stadtregierung eine andere Form von Diskriminierung. Und ich sage ohne Häme, glaubt's mir, viele Stadträte sind auch nicht für ihr. So, und jetzt lehne ich halt wieder zurück. Und denn bald mit der Kleebenklick wird alles normal und wir sind wieder froh. In diesem Sinn sage ich, Nari, Naru. We'll be right back.
Da kommt er ja. Komm rein! Nein! Maro! Schau, ich habe sogar einen negativen Corona-Test dabei. Perfekt, Mundschutz runter. Oh, danke. So. Zum Wohl. Zum Wohl. Willkommen hier in den heiligen Hallen des Schäffelhofs. Dem Wohnzimmer der Narrengarde. Ja, komm, sitz hin. Aber ja. Menschenskinder, Narrenspiegel im Wohnzimmer. Hat schon angefangen. Ja, ja. Habe ich was verpasst? Nee, nur Dicke. Oh. Ja, und jetzt hocken wir hier und gucken den Narrenspiegel im Fernseher an. Verrückt. Hättest du das vor 10 Jahren gedacht? Nein, vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, da hat man doch überlegt, ob man das Krankenhaus in Radolfzell sogar streicht. Nee. Doch. Ach was. Du, da fällt mir gerade was ein. Pass mal auf. Wohin fahren wir denn eigentlich? Wir fahren sie jetzt die singen, so wie alle. Ich will aber jetzt zum Singen. Ich bin doch krank. Nachsingen. Da kriegen sie die beste Versorgung weit und breit. Ich bin aber ein Zeller und will auch in Zell Krankenhaus. Ja, ist das Ihr Ernst? Jawohl. Ha, von mir aus geht das in Ordnung, aber auf Ihre Verantwortung. So. Können Sie Platz nehmen? Ade. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ha, habe mir etwas schönes Krankenhaus. Echt super. Aber schaffe muss man hier auch nichts. Hallo, hallo. Mensch, kommt da jetzt mal etwa. Werte Kollegen, die Zahlen müssen stimmen. Nur so können wir hier den Standort Radolfzell sichern. Ich werde jetzt zu einer Besprechung gehen, um die geschäftlichen Beziehungen
mit einem Großspender zu sichern. Sehr schön, werter Kollege. Ich werde derweil alle Vorkehrungen einleiten. Sie wissen ja Bescheid. Falls ein potenter Privatpatient auftaucht, kontaktieren Sie mich. Ich werde kommen und mein Können zur Verfügung stellen. Und mit allen anderen stören Sie nicht mein Handicap. Guten Tag, die Herren. Und Sie wissen, was Sie zu tun haben, oder? Ich werde mich auf den Medikamentenkongress begeben und den neuen Wirkstoff Medipropensol testen. Unsere neue Schwester Lissi werde ich natürlich mitnehmen. Chef, eine Frage noch. Welche Schwestern sind denn heute im Dienst? Tja, unsere reizende Schwester Emanuela für die Privatpatienten. Und für die Kassenpatienten, Schwester Olga. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, Dankeschön. Was nimmt man nicht alles auf sich? Versicherungskärtle. Hier, bitteschön. Klasse. Bloß Kasse. Da sind Sie bei mir richtig. Was ist uns denn passiert? Ich bin auf dem Marktplatz gestürzt und habe mir, glaub, den Zehen gebrochen. Dieser blöde Marktplatz, der sieht langsam auch aus wie Dresden 45. Und der Dicke aus dem Tiefbauamt, der macht ja auch nichts. So, so, der Dicke aus dem Tiefbauamt. Dann kommen Sie mal mit. Dann will ich Sie erstmal versorgen. Und dann? Ja? Dann gibt's erstmal einen Einlauf. Was haben wir denn hier? Der Patient ist heute extra früher heimgekommen, weil er denkt, seine Frau hätte ein Verhältnis. Und? Die lag auch im Bett, splitternackt, aber halt allein. Der hat da überall geguckt und findet doch, ein Kerl, der am Balkon hängt. Aha. Dem hat er denn so lang auf die Finger geschlagen, bis der losgelassen hat. Aber er ist nur in einem Busch geflogen, der drunter stand. Nein. Doch. Da hat der Patient den Kühlschrank geholt und auf den Klettermax draufgeworfen. Und genau da, ja, genau da hat unser Kühlschrankwerfer hier einen Herzinfarkt gekriegt. Dramatisch. Faszinierend. Kurios. Aber leider zu kompliziert für unser Krankenhaus. Bringen Sie den Patienten doch bitte nach Singen. Ja, wie immer. Ah, der Herr Job, dafür bin ich zuständig. Kommen Sie mal mit mir. Was ist Ihnen denn passiert? Ich habe mir ganz schön die Finger verbrannt.
Am Ofen? Nein, am Schießer. Oh, soll ich blasen? Nee, lieber nicht. Nicht. Liegen Sie bequem? Wunderbar. Visite. Auf. So, was haben wir denn hier? Fraktur des Dick 1. Rechter Fuß, Therapie, Klisma. Ah, ich. Tut es weh, wenn man da drauf drückt. Au! Heia, Mensch, Gott, denn noch? Heia, dann schauen Sie mal lieber, dass da keiner mehr drauf drückt. Bis morgen. Na, was haben wir hier denn Schönes? Und? Und? Der hat sich die Finger am Schießer verbrannt. Finger? Schießer? Finger am Schießer? Behandlung? Behandlung? Behandlung. Hat er abgelehnt? Abgelehnt? Abgelehnt. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in diesem herrlichen Klinikum. Schwester? Gute Besserung. Notieren Sie bitte. Visite durch den Chef, 500 Euro. Einzelzimmer, 700 Euro. Abgelehnte Behandlung, 300 Euro. Rechnung durch den Chef, 300 Euro. Schönen Tag noch. Klinikum Radolfzell, wir dienen Ihnen zu helfen. Was kann ich für Sie tun? Aha. Nein. Was? Obeeret aus Singen? Vergiftung beim Essen? Hier in Radolfzell? Tut mir leid, da kann ich gar nichts für Sie tun. Giftzeug gehört halt nach Singe. Tag. Grüß Gott. Was haben wir hier? Der Patient war beim Grillen auf dem Balkon im zweiten Stock und wollte den Ast vom Nachbarbaum absägen. Dabei ist er abgestürzt. Nein. Konnte sich aber gerade noch am unteren Balkon festhalten. Schlimm. Ja, und? Und jetzt? Plötzlich kam der Mann auf den Balkon gerannt und hat ihm so lang auf seine Finger geschlagen, bis er losgelassen hat. Ja, und denn? Er ist in den Busch geflogen, der drunter stand. Und warum ist er jetzt hier im Krankenhaus? Das ist das Komische. Denn plötzlich kam ein Kühlschrank angeflogen und trafen voll. Drum sind wir da. Wie ist er denn versichert? Kasse. Ah, Kasse. Bringen Sie den Patienten bitte noch Singe. Jo. Die kenne ich doch. Das ist doch die aus der Bahnhofsunterführung. Die statt selber zu spielen, immer Kassette einwirft. Ich glaube, diesmal hat sie sich selber an den Strom gestöpselt. Oh, Schwester Olga, dann bringen Sie die Patientin doch bitte nach unten zur Hauselektronik.
So, Herr Jog, Ihre Ente mit Kaviar und Champagner. So, Herr Müller, Ihr Wasser und ein Stückle Brot. Gott, Tag. Warum bringen Sie mir jetzt den Kühlschrank hier? Du warst doch die zwei Vögel, die nachsingen. Lass mich raten. Genau, singen. Herr Doktor, Herr Doktor, den haben Sie vom Bauhof angeliefert. Der wollte die innere Treppe herunterlaufen. Nur wurde die aus Kostengründen gar nicht eingebaut. Das hat dem armen Kerl aber keiner erzählt. Und dann hat's ihn runterkagelt. Ja, Schwester Olga, wie ist er denn versichert? Ha. Oh, schrecklich. Bloß Kasse. Das schreit ja förmlich nach einer Vollnarkose. Und jetzt ab mit dem Patienten unter den CT. Meinen Sie, Werner Messmers Höhensonne, Herr Doktor? Aber unser Radiologe ist gerade wieder in Singen. Wissen Sie was, Schwester Olga? Dann schicken wir den Patienten am besten auch nach Singen. Okay, aber erst versorgen wir noch. Na, Herr Kollege, wie stehen die Zahlen? Alles im grünen Bereich? Ja. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber irgendwie befinden wir uns hier auf dem absteigenden Ast. Keine Sorge. Ich war heute mit einigen Mitgliedern des Fördervereins etwas golfen und die werden uns auch weiterhin gerne unterstützen. Und wenn alles nichts hilft, dann schmeißen wir die dicke Olga raus. Die isst so oder so zu viel an der Weihnachtsfeier. Thank you.
Unglaublich, oder? Mhm. Holger Görz als Schwester Olga. Olga. Absolut überzeugend. Aber es gab ja schon immer Feger bei der Gabe, die Frauen gespielt haben. Verrückt. Zum Beispiel der Christian Karrenbauer mal als Nora vom Scharfe Eck. Ja, das stimmt, das war Wahnsinn. Oder der Winnie Reining, der hatte Beine. Wahnsinn, bis zum Boden. Und generell das Stecken, der, glaube ich, nichts anderes gespielt hat wie eigentlich Frauen. Ich glaube ja, manche Gardisten gehen einfach in die Garde, damit sie mal in Frauenkleidern auf die Bühne dürfen. Das stimmt. Einer kennt man, glaube ich, bald mehr in Radolfzell als Frau wie als Mann. Echt? Ja. Weiß wer? Kommen jetzt nicht drauf. Ich telefoniere mit dem Regierungspräsidium wegen Herrn Lehmann. Hier, nehmen Sie die neue Bürgerinformation. Da steht alles Wissenswerte drin. Aber bestimmt nicht das, was ich wissen will. Lass mal halt telefonieren. Vielleicht erfahre ich was. Aus erster Hand. So viel Stadträte haben wir. Gott sei Dank schwätzen die alle so viel wie der Lehmann. So steht die Sitzung ja gar kein Benehmen. Und die Stadträte müssen noch länger mit dem OB und Kaiserspaar disputieren. Da fehlt aber auch noch. Der Herr Hiller, ist der nicht im Stadtrat?
Theater. Jawohl, Herr Regierungsdirektor. Ich werde Herrn OB Neurohr darüber informieren, dass Herr Stadtrat Lehmann zu allem und jeglichen etwas sagen darf. Egal, ob er davon etwas versteht oder nicht. Auf Wiederhören, Herr Regierungsdirektor. Ich hab mal, das wäre ein Büro für Bürger und Bürgerinnen und kein Außenstellen vom Regierungspräsidium. Ich hab wissen wollen von Ihnen, warum das der Herr Hiller nicht mit Bild in der Zeitung ist. In der Zeit, als die Bilder gemacht wurden, hat Herr Hiller gerade die Inserate für die Narrenzeitung gesammelt. Die von der Verwaltung sind auch alle mit Bildern drin. Sie, da fällt ja wieder einer. Der Herr Vetter. Letztes Jahr haben Sie mir noch gesehen, dass das der beständigste Bereichsleiter wäre. Und er wäre auch immer noch Leiter vom Haupt- und Ordnungsamt. Und mit dem OB, da wäre er noch nie in Ungnade gefallen. Und jetzt kein Bild. Da stimmt doch etwas nicht. Es ist alles in Ordnung. Herr Vetter genießt auch heute noch das volle Vertrauen von Herrn Neurohr. Das ist ja direkt langweilig. Ja, sagen Sie, ich stehe kein einziger vom Rathaus auf der Abschussliste. Mir ist nichts Nachteiliges bekannt. Sie, ich sollte wegen einer dringenden Angelegenheit mit Herrn Vetter sprechen. Könnten Sie mich einen Moment hier vertreten? Ich komme gleich wieder. Ganz in Ruhe! Ich schaue schon nach dem Rät. Sagen Sie auch dem Herrn Vetter noch einen schönen Gruß. Jetzt kann ich sicher was Neues erfahren. Ja, soll ich jetzt schon ans Telefon? Hallo? Hier ist das Rathaus von Radolf Zell. Wer ist der? Schwätzen Sie aber mal ein wenig langsamer, damit es auch ein Nichtbeamter versteht. Regierungspräsidium Freiburg. Ha, Sie haben doch gerade eben schon mal angerufen, Kit. Haben die ja zu viel Geld und zu viel Zeit, damit die einander und umeinander telefonieren. Schreiben wir billiger. Ah, Sie rufen jeden Tag ein paar Mal an. Wen wollen Sie eigentlich sprechen? Der Herr Regierungspräsident Schröder will der Herr OB sprechen. Guten Tag, Herr Schröder. Jetzt komme ich ja so lange auf das Rathaus und habe mit schon so vielen Beamten geschwätzt. Aber mit dem Beamten vom Regierungspräsidium, mit dem habe ich es noch nie zu tun gehabt. Auf welchem Zimmer hocken Sie eigentlich? Es könnte ja sein, dass ich Sie auch mal besuchen will. Der Herr Neumann wollen Sie sprechen? Nein, der ist heute nicht agitant. Der tut gerade sein neues Dienstauto waschen, das ihm der Stadtrat zu Weihnachten geschenkt hat. Mit wem Sie schwätzen, wenn Sie wissen? Ha, mit mir! Ich bin eine Radolf Zeller Bürgerin. Von mir können Sie alles erfahren. Vor allen Dingen,
in Personalangelegenheiten. Da bin ich fit. Aha, wenn der OB da ist, dann möchten Sie den Herrn Beigeordneten den Nüsse sprechen. Herr Schröder, da sind Sie wegen hinter dem Mantel. Erstens ist der Nüsse nicht Beigeordneter geworden. Und zweitens hat der wegen dem seinen Job an den Nagel gehängt. Er ist jetzt im Ruhestand. Ein Nebeigeordneter. Mit dem kennen wir auch nicht rein. Der ist nicht gewählt. Zeit wäre ja geschehen. Aber es hat Meinungsverschiedenheiten gegeben. Zwischen dem OB und dem Stadtrat. Wie meinen Sie? Das wäre für alle auf Zell nicht eins. Da haben Sie recht. Verschiedenheiten bestanden hat. Ha. Der Stadtrat hat halt die Kandidatin gewählt, die der OB hat gewählt. Dann haben sie sich über den Wahlmodus und den Zeitpunkt nicht einigen können. Wenn der OB hat gewählt, dann hat der Stadtrat gewählt. Und wenn der Stadtrat hat gewählt, dann hat der OB gewählt. Was wollen Sie? Das wären alle auf Zell nicht eins. Da haben Sie ja recht. Das ist ja schon das Markenzeichen von alle auf Zell. Aha, Sie wollen dringend wissen, wie es mit den Abdrücken steht. Die einen sagen, wir brauchen die ganz dringend. Die anderen sagen, wir brauchen sie nicht, wenn sie mich fragen. Komm, du nicht. Sie meinen, das passt nicht zusammen. Da haben sie recht. Aber es ist so. Der Stadtrat ist sich einig, dass er sich nicht einig ist. Was sie jetzt mit dem eingeplanten Zuschuss machen sollen? Ha, Herr Schröder, gehen Sie doch den einfach im Stadtpfarrer Mauro für seinen Kirchenturm. Dann kommen vielleicht endlich mal die grünen Vorhänge weg. Hallo, Herr Regierungspräsident. Hallo, sind Sie noch da? Heimatland, jetzt hat der einfach aufgelegt. Ich wäre auch nicht ein falsches Täter, aber wahr ist es doch. Vielen Dank, dass Sie mich vertreten haben. Bedanken Sie sich erst, wenn Sie den Brief vom Regierungspräsidenten haben. Mit dem habe ich nämlich jetzt gerade telefoniert. Der hat jetzt endlich einmal vernünftige Antworten gekriegt. Nochmal zu dem neuen Häftling, das auch nicht mehr so neu ist. Warum ist denn da Frau Fletcher nicht mehr drin? Gibt's keine Kultur mehr in Radolfzell? Frau EBB ist jetzt Mitarbeiterin von Herrn Alfieri im TKM. Aha, das ist gut. Denn ich wenigstens die Garderobe will ich ja immer besetzt. Aber nein, das Kulturamt wurde Herrn Alfieri unterstellt, damit Frau EBB ihre Kreativität voll entfalten kann und sich nicht auch noch um organisatorische Dinge kümmern muss. Ja, sagen Sie mal, was macht der Unerwalles? Hat der eine Haut,
wie ein Elefant. Oder wenn wir erst beim Schierzer geschafft haben, damit wir fast alles bei der Stadt übernehmen kann. Der Alfhering, der muss gerade jetzt hoch im Kurs, wenn man will, ist da. Es war ja nicht immer so. Es wird ja nur eine Zeit lang gehen. Aber Sie, der Herr Hanser, dem setzen Sie auch schwer zu. Zuerst hat sie ihm den Stadtbus aufgedrängt und jetzt soll der an einem großen Defizit schuld sein. Die Volkshochschule ist jetzt ebenfalls Herrn Alfieri und dem Bereich Kultur zugeordnet. Ist der noch da? Den habe ich noch nie gesehen. In der Mann im Schafheck. Herr Huber versucht sich bei unseren sehr divisilen Verhältnissen so rasch wie möglich einzuarbeiten. Hoffentlich hat der die Gehirn gebracht. Damit er auch die Visionen von unserem OB gut übersteht. Was meinen Sie mit Visionen? Ha! Dass im OB auch endlich mal alle Wünsche erfüllt werden. Und der Stadtrat auch mal das macht, was der OB will. Und nicht immer dagegen mulet. Aber ich habe so das Gefühl, der war's noch mit alles. Jetzt kann ich mal in ein anderes Büro. Ja klar, Mensch, dass ich da nicht von allein drauf gekommen bin. Hast du erkannt? Sigi Kromer als Bürgerin. Genau. Eine lebende Legende. Genau. Und wahrscheinlich die bekannteste Frau. Denke ich auch. Du, sag mal, kannst du vielleicht mal kurz Pause machen? Ich müsste mal wohin. Klar. Geh alles ruhig. Klar. Da hinten ist es. Alles klar. Danke, gell. Bis gleich. Ciao. Ja, dann mache ich halt auch eine kleine Pause und höre ein bisschen unsere Narrenmusik. Thank you.
Weiter.
Entschuldigung. Aua. Ach, was raus muss, muss raus. Tja, da bist du ja wieder. Ja, habe ich was verpasst? Hast du weitergemacht? Ja, ich habe mal weitergemacht. Ich habe den Nachrichtenspiegel von 1958 angeguckt. Ich habe gar nichts gehört. Ja, da gab es auch noch keinen Ton, nur Bild. Hm. 1958, stell dir das mal vor. Ja, die gute alte Zeit. Ja, da war Radolf Zell noch nicht mal große Kreisstadt. Ja, keine Ortsteile, das stimmt. Ja. Keine Probleme. Ja, da war wirklich alles noch besser. Mhm. Was die für Wünsche haben in der letzten Zeit. Vielleicht sollte man da mal durchgreifen. Mhm. Du. Gründe der streitbaren Hanoken, die ihrem Häuptling Winnetou ergeben sind. Ihm war es bestimmt, in jener Zeit zu leben, als der nach dem Abgang von Obe Schmidt einsetzende Aufschwung Legionen von Zugezogenen an das große Wasser lockte. Immer lauter ertönte der Ruf nach immer größeren Siedlungsgebieten. Die ehrlichen Versuche der führenden Männer, den Frieden zu bewahren, scheiterten an der allzu schnellen Entwicklung der Dinge, an menschlichem Unvermögen und Selbstsucht und Verrat. Von Monat zu Monat verringerte sich der Lebensraum der Hanoken. Sie fürchten Not und Untergang. Winnetou erkennt das nahe Unheil. Unermüdlich versucht er es, von seinen Hanoken abzuwenden. Zusammen. Winnetou ist stinksauer mit den Häuptlingen der Ostheile. Bin gerade auf dem Weg zum Weißen Mann und ihr Vollpfosten bindet seinen liebsten Handlanger da hinten an den Matterstab. Was soll auch das sein? Winnetou fordert Häuptlinge auf, den Mann, der alles umbaut, sofort freizulassen. Warum habt ihr überhaupt da an den Matterstab gebunden? Großer weißer Mann hat uns so viel versprochen. Bis jetzt ist nichts passiert. Diesen hier haben wir bei der Büffeljagd erwischt. Wir Häuptlinge wollten ein Zeichen setzen, dass weiße Männer wissen, dass sie nicht so mit uns umgehen können. Wir werden das Kriegsbeil ausgraben. Nein, 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 nein. Oh doch! Wir wissen halt nur nicht mehr, in welchem Schlagloch wir es vergraben haben. Sind halt auch schon so viele geworden. Häuptlinge können sich beruhigen. Weißer Mann macht gerade ein Grillfest auf dem Grundstück am See, das er den Hanoken abgenommen hat. Ihr könnt
mir ihn aushändigen, damit ich mit ihm besser verhandeln kann. Einverstanden. Häuptlinge der Ort hoffen aber nicht, dass Winnetou mit gespaltener Zunge spricht und mit großem weißem Mann gemeinsame Sache macht. Keine Sorge, gespaltene Zunge ist seit einem Jahr in Stuttgart. Ihr könnt Winnetou vertrauen. Einverstanden. Ihr habt ihn. Das ärgert mich jetzt aber. Da erobert man dieses nette Stück Land am Silbersee, um gemütlich mit wichtigen Leuten ein Fest zu feiern, und kein Zwerg kommt. Da nennen die mich zum Protektor und dann sowas. Nicht mal mein Adjutant Silent Tom ist gekommen. Dabei sollte er doch im Lickringer Büffelgatter das Fleisch zum Grillen besorgen. Na, der kann was erwarten. Nö, sagen Sie mal, hier ist ja nichts los. Wo sind denn die blühenden Landschaften, von denen ich in diesem Prospekt gelesen habe? Ei, Bübsch, nur mal, nur gucken. Das ist doch der Typ aus dem Prospekt. Sie sind doch der von der Werbebroschüre hier. Mein Name ist Dick. Colonel Stick. Und ich bin der Chef hier. Was wollen Sie? Ich bin von weit her gekommen, zum hier ein Saloon eröffnen. Mit Betten drin, ich glaub's nennt sich Hotel. Ich hab gehört, das braucht man hier. Richtig. Auf Leute wie Sie haben wir hier nur gewartet. Immer da entlang, da hinten am alten Franzosen vor. Dort können Sie sich niederlassen. Immer gen Westen. Vielleicht noch eine Wurst auf dem Weg? Eine Thüringer? Nee, die ist vom Frick. Nee, nein, danke. Dann gehe ich gen Westen das vorsuchen. Hier. Grillen mit Grille. Super. Ah, das Fleisch ist da. Was? So war das also. Na, die Zwerge können was erwarten. Und wer bist du eigentlich? Ich sein Winnetou, Häuptling der Hanoken. Du willst hier der Chef sein? Ich glaube, das müssen wir klären. Nein, das mache ich. Guten Abend, Schlörsäfte. Mag hier jemand einen Schlörsaft? Hier auch? Niemand möchte einen von meinem leckeren Schlörsaft? Hier trinkt keiner Saft. Nur Feuerwasser vom Schafeck. Aber warum bist du eigentlich da? Colonel, wir die Hanoken haben Sie als Beschützer gewählt. Und was machen Sie? Sie nehmen den Hanoken das Grundstück am See weg. Das geht überhaupt nicht. Für die Hanoken sprechen Sie mit gespaltener Zunge. Ich bin hier, um die Situation zu klären.
Das ist ja wieder mal typisch für euch Hanoken. Ich wünsche mir nichts Sehnlicheres wie eine Schule, in der Cowboys und Indianer gemeinschaftlich zusammen lernen können. Das bringt uns in eine florierende, harmonische Zukunft. Und ihr, ihr heult diesem Stückchen Land hinterher. Mit solchen Eingeborenen wie euch erreiche ich es nie, eine Really Town zu errichten. Aber im Grunde ist es ein guter Stamm. Weltoffen und friedlich. Friedlich ist hier gar nichts. Die sind alle nicht ganz sauber hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Friedlich? Ja, gut. Wir Hanoken haben ebenso Probleme mit solchen Fremden. Aber das ist nicht der Grund der Probleme. Sind es nicht die Wünsche der Ortsstämme, die ihre Kassen leeren? Gierige Stämme nähren sich an breiter Hanokenbrust. Roter Freund, das stimmt. Ohne die Ortsstämme könnte ich mich viel mehr um die Hanok kümmern und den ersten Schritt zur Really Town oder sogar City machen. Aus dieser Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber darauf können wir aufbauen. Und wer ist das da? Ah, das ist listiger Leitz aus dem Bergdorf der Liggeringer. Und was ist sein Begehr? Ah, listiger Leitz möchte einen großen Platz vor seiner Torkel und eine Kutsche, die quer durchs Dorf fährt. Zwei Wünsche auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Du hast einen Wunsch frei. Überlege gut und entscheide weise. Und, weißt du nun, was du möchtest? Gut, dann geht der Tom jetzt mit dir und löst das Problem. Tom, übernehmen Sie. Was war denn sein Begehr? Ich habe ganz vergessen zu fragen. Und Tom, Problem gelöst? Sehr gut. Wenn es schon läuft, dann kann es doch gleich weitergehen. Der Nächste bitte. Ah, das ist Häuptling, wo etwas will, aus Göttingen. Gut. Ah, Häuptling möchte für sein Volk den Ausbau des Pfades des weißgefleckten Pferdes. Dies ist sein sehnlichster Wunsch. Wenn das dein sehnlichster Wunsch ist, dann ist es selbstverständlich auch mein sehnlichster Wunsch. Und ich weiß auch schon, wie ich ihn dir erfüllen kann. Tom, erfüll diesem Mann lang ersehnten Wunsch. Vielleicht noch eine Wurst auf dem Weg? Und wieder ein Schimmelreiter weg. Hilfe, Hilfe! Wahnsinn, Wahnsinn! Die spinnen ja hier, die sind ja alle nicht ganz sauber hier. Hilfe, Hilfe! Das tut mir jetzt aber schon furchtbar leid. Aber ich glaube, das klären wir später. Richtig. Zuerst die Probleme vor der eigenen Haustüre beseitigen. Ah, das ist Häuptling, der um Ansehen buhlt. Aus Staringen. Ah,
aus dem tiefen Tal hinter den Bergen. Was wünscht er? Ah, Häuptling hat große Löcher in den Wegen seines Dorfes. Und für sein Volk wünscht er sich Wanderwege rund um das Dorf, damit sie sich besser erholen können. Ich habe doch gesagt, jeder nur einen Wunsch. Wobei, wenn sein Volk um diese Löcher laufen würde, wären das nicht meilenlange Wanderwege. Tom, regel das. Und wie geht's eigentlich Georgie und den Kindern so? Ach, der geht's ganz gut. Immer viel Arbeit da rund ums Tipi rum. Und Kehrwoch in der Steppe ist halt schon eine Sauarbeit. Und Kinder, die machen alle will so einen Stress. Sie wünscht sich auch so eine Gemeinschaftsschule. Ha, das freut mich. Ah, da ist sie ja. Ah, endlich ist Ruhe hier. Und genauso will ich das. Schön ruhig. Ah, da kommt der Tom ja wieder. Oh, diesmal ohne Revolver. Starin ist einfach zu weit weg, um etwas zu hören. Das sind Häuptlinge, Fiedelnder Diel aus Böhringen und Tollkühnertum aus Magelfingen. Ich grüße euch, ihr ledierten Gesellen. Was ist euch denn passiert? Beide vereint eine große Sorge. Seit die öden und kargen Landstriche um ihre Dörfer keinen ehrlichen Broterwerb mehr zulassen, haben sie sich seit Jahren spezialisiert, Postzüge zu überfallen. Leider sind die Bahnsteige in einem so desolaten Zustand, dass ein sicheres Ausrauben nicht mehr gewährleistet ist. Das Problem ist mir durchaus bekannt. Aber leider fällt es nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Selbstverständlich bin ich auch hier bemüht, für das Wohle der tapferen Krieger zu sorgen. Aber das ist Aufgabe des stählernen Rosses. Ah, Tollkühnertum aus Magelfingen möchte außerdem einen Steg von seinem Wigwam hinunter zum See an sein Kanu. Fiedelnder Diel ist böse auf Körnl. Ihr habt ihm einen Schatz im Silbersee versprochen. Und jetzt ist der See blau und sonst nix. Er will eine Lösung. Auch hier werde ich sicherlich eine Lösung finden. Ich habe nämlich bereits die Sitzung mit dem stählernen Ross angesetzt. Und der Tom, der wird euch dahin begleiten. Gell, Tom? Oh, kriegt jeder noch eine Wurst auf dem Weg? Und gute Reise. Körnl, kennen Sie Tom gut? Nö, kenne ich eigentlich nicht so gut. Aber er macht halt genau das, was man zu ihm sagt. Und das ist schon sehr selten in der Gegend hier. Na Tom, wieder dramatisches Kiesgrubenunglück in Magelfingen? Sehr gut. Ein roter Bruder ist noch übrig. Raffgier Ralf aus Mückingen. Komm herüber und erzähl uns deinen Wunsch. Der bekommt nichts mehr. Der hat schon viel zu viel bekommen. Aber ich denke, einen Wunsch hat er noch. Na meinetwegen. Was willst du? Eine Wurst.
Okay, Tom, gib dem Mann eine Wurst. Ich, der Tom? Das war's dann wohl. Ja, Colonel Stick hat mit weisem Geist und harter Hand die wirklichen Probleme der Hanorken beseitigt. Jetzt kann er sich in Ruhe mit vollem Einsatz um die Hanorkenstadt Radolfzell kümmern. Endlich ist es soweit. Endlich kann ich die Stadt errichten, die wir uns alle erträumt haben. Eine richtige Stadt. Aber das schaffen wir nur gemeinsam. Darum lasst uns mit dem Wiederaufbau der Really Town beginnen. Und so kam es, dass die Zukunft der Hanorken und ihrer Stadt gesichert war. Winnetou hatte den Frieden zurück in die Herzen der Menschen gebracht, dank Selbstsucht und Verrat. Die Hanorken konnten unbedrängt von den wilden Stämmen aus der Umgebung gedeihen und Colonel Stick erschuf mit seiner Idee der Gemeinschaftsschule den Grundstein friedlichen Zusammenlebens. Auch auf kaputten Straßen konnten die künftigen Generationen zur Schule gehen. Alles drehen sich, Schubidubidu und alle winken, Schubidubidu und alle springen, Schubidu, was? Jetzt langt's. Hast recht. Oh. Dreh mal nicht durch. Dreh mal nicht durch. Wo man auch sich ganz schön im Kreis rumdreht, ist doch, wenn man in unserer Stadt rumfährt, oder? Naja, ein Kreisverkehr am nächsten. Ja. Manche funktionieren, manche nicht. Du, das letzte Mal wollte ich auf die Post. Ah, weißt du was?
Ich zeig dir, wie das so ist. Okay. Macht nimm, bleibst halt hocken.
Den Fahrer haben wir da vorne, den Fahrer links hochgebracht, links ihn. Ich habe den Fahrer links hochgebracht. Ich habe die Galerie hochgebracht. Guck, der andere hat Ferien. Der ist ja mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist schon das Beste, was man machen kann. Jetzt links im Fürstenberg vorne rein. Nein, da darf ich nur aus. Da wäre doch bloß vorher schon ausgesehen. Dann fahren wir halt nach vorne, links die Konstanzer Straße hinein. Halt, stopp! Was soll denn die saublöde Ampel da drüben? Die Ampel da drüben, die haben sie gemacht für den Stadtbus. Damit sie immer zur Hilfe haben. Es ist gerade Bus gegangen, es geht überall. Und da vorne beim Metzger Müller, aber links in ich. Ich dachte, ich brauche nicht, ist alles gerade gut, ich ist ja falsch. Und wieder mal. Du hast schon gesehen, da darf ich nicht. Wo ist jetzt die Wurst?
Krise. So, jetzt sind wir da. Jetzt brauche ich bloß noch ein paar Knacken. Oh, da hinten ist noch ein Lager, kann ich nicht fahren. So, jetzt sind wir aber wieder schön seich umgefahren. Das soll sich aber bald ändern bei der neuen Verkehrsführung. Ja. Wer glaubt, wird zählig. Ah ja, Verkehr, Verkehr, Verkehr. Ein furchtbarer Dauerbrenner beim nahen Spiegel. Ja. Ja, da haben wir schon einige. Wenn man sich mal diese ganzen Videos anguckt, Beispiel Brücke ist auch schon ein Thema gewesen. Nicht nur die Unterführung, sondern generell in Radolfzell Brücke, 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 Brücke. Naja, wenn einem nichts Neues mehr einfällt, dann schreibt man halt eine Szene über Verkehr. Genau. Ja, aber es gibt halt Dauerbrenner. Am Schluss vom Narrenspiegel gibt es ja auch so einen Dauerbrenner. Ach du je, du hast recht. Mhm. Aber da müssen wir jetzt halt gemeinsam durch. Ja. Denkst du? Na, das ist ja fies. Und ich war schon auf dem Klo. Hoch auf die Gaste, Hemme, Glockerlepp. Die Schüler spritzen jeden Nass, der Lehrer ist bedeppt. Sipfen, Kappe auf den Grind und das Licht ist weiß wie Schnee. Ja, kommt mir gern, egal ob klein oder groß. Ja, jetzt geht's los. Da sind wir dabei. Wir kommen hier in Zell am See und an den großen Dusch. Das ist immer dabei, das ist prima. Viva Larizella. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir kommen hier in Zell am See und an den großen Dusch. Das ist immer dabei. Dam, daram, dam. Auf den ich steh, hier wo ich groß geworden bin. Du bist für mich die Medizin. Dam, da, 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 da
Ich bin geboren, fernab von hier, bei euch im Süden gefällt es mir. Spiel meine Musik, so gut ich kann, bin ich am Ende, fang ich wieder an. Nur ein paar Euro brauch ich am Tag, so manches Solo ich dafür war. Leb hier und heute, wo's mir gefällt, im schönen Süden am See und am Himmelszelt. Nein, nein, was war das? Doch früher ne super geile Zeit. Kein Bahnhof war so schön wie hier in Baden weit und breit. Ich saß unter den Schienen und der See sang sein Lied. Der Zeller ist schön grüttel mal, wenn er mir etwas gibt. Nein, nein, was war das? Doch früher ne super geile Zeit. Kein Bahnhof war so schön wie hier in Baden weit und breit. Ich saß unter den Schienen und der See sang sein Lied. Der Zeller ist ein guter Mann, wenn er mir etwas gibt. Dort unterm Bahnhof ich manchmal stand, mit kalten Füßen völlig abgebrannt. Kam dann ein Suchen, schöpfte ich Mut und manchmal fand ein Euro den Weg in meinen Hut. Nein, nein, was war das? Doch früher ne super geile Zeit. Kein Bahnhof war so schön wie hier in Baden weit und breit. Ich saß unter den Schienen und der See sang sein Lied. Der Zeller ist schön guter Mann, wenn er mir etwas gibt. Nein, nein, was war das? Doch früher ne super geile Zeit. Kein Bahnhof war so schön wie hier in Baden weit und breit. Ich saß unter den Schienen und der See sang sein Lied. Der Zeller war schön guter Mann, wenn er mir etwas gibt. Nein, nein, was war das? Doch früher ne super geile Zeit. Kein Bahnhof war so schön wie hier in Baden weit und breit. Ich saß unter den Schienen und der See sang sein Lied. Der Zeller ist ein guter Mann, wenn er mir etwas gibt. Narri! Zu Hause an die Bildschirme. Das war der Narrenspiegel 2021. Ich hoffe, er hat euch genauso gefallen wie uns. War was Tolles wieder, was anderes für Sie zu Hause auch. Aber nächstes Jahr sehen wir uns auf jeden Fall wieder im Milchwerk. Ich habe jetzt nur Danke zu sagen ans Kaufhaus Grad und an den Schuhservice Uhl, dass Sie die DVDs verkaufen für uns. Falls Sie noch keine haben, gehen Sie vorbei, holen Sie sich eine oder Sie meldet sich über die Homepage der Narrengarde, wird wieder unterangezeigt und können sich dann schlussendlich einen bestellen. Ich sage Danke allen Helfern hinter und vor der Kamera über die Jahre hinweg und besonderer Dank an die ganzen Gardisten, wo seit Jahrzehnten den Narrenspiegel auf die Beine stellen. Vielen Dank! Bleiben Sie gesund, machen Sie fast nicht im Rahmen der Möglichkeiten. Wir sehen uns, die Garde ist präsent. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Machen Sie es gut. Nari! Naruf!